Meine Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Osman Oers. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Forum Dialog. Und ich begrüße Sie zu unserer Reihe Islam kompakt, Muslime erzählen und dort in der Reihe Glaubensgrundsätze erklärt. Wir haben mittlerweile in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr unter anderem den unbegreiflichen Begriff Gott, Allah im Arabischen, versucht in einer Veranstaltung näher zu bringen und darüber hinaus auch schon das Thema Jenseitsvorstellungen behandelt und werden im Laufe des Jahres unter anderem noch die Propheten, das Thema Prophetie im Islam auch behandeln. Und heute widmen wir uns einem Thema mit der Überschrift Tora, Evangelium und Koran, das Verständnis der heiligen Bücher. Ich danke zunächst erstmal ganz an dieser Stelle für das zahlreiche Erscheinen und das Interesse an dem Thema. Entschuldige mich für die Verzögerung, wir haben jetzt das akademische Viertel voll und jetzt wollten wir auch wirklich anfangen. Allerdings wird es vielleicht gleich nochmal eine kurze Unterbrechung geben, während ich rede oder während gleich die Referentin redet, weil unser Techniker noch unterwegs ist und uns ist ganz wichtig, im Sinne der Nachhaltigkeit, diese Veranstaltung auch visuell festzuhalten, auf Video. Und da muss auch der Sound eben, die Technik stimmen. Und momentan wird es zwar nur aufgenommen, bildlich, also nur der Referent oder die Referentin, aber damit es auch soundtechnisch alles im Einklang ist, wird es vielleicht gleich nochmal eine kurze Unterbrechung geben. Ich weise nur darauf hin. Ja? Aber wie gesagt, im Sinne der Nachhaltigkeit ist uns das ganz wichtig, denn wir überspielen das im Nachhinein dann auf YouTube, also in den sozialen Medien. Und da ist es ganz wichtig, auch solche Veranstaltungen eben, oder den Raum, den es in diesen sozialen Medien gibt, auch zu füllen mit solchen inhaltlich wichtigen Themen. Also, zu dem heutigen Thema, der Koran. Das heilige Buch für Musliminnen und Muslime, ein Buch, das verbindet, aber auch trennt. Verbindet durch einen Bund Mensch und Gott, trennt und unterscheidet zwischen dem Richtigen und Falschen oder der Wahrheit und dem Irrtum. Wie der Name Al-Furqan, einer der auch bedeutenden Namen des Korans, andeutet. Eine Richtschnur für Ethik und Moral, für manche aber auch, ähnlich wie die Tora für Juden, ein Gesetz, das unsere Werte und Normen prägt. Vor über 1400 Jahren herabgesandt, verbindet es uns mit der Vergangenheit auf der einen Seite und weist uns, den Gläubigen, ebenso den Weg in die Zukunft. Es ist eine Quelle des Lebens und der Weisheit für den Verständigen, Hoffnung schenkend für den Verzweifelten, sowie Trost spendend für die Trauernden. Der Koran, das Wort Gottes, seine Offenbarung, ist nicht prompt vom Himmel gefallen, sondern wurde im Laufe des Lebens des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, in 23 Jahren mit Bedacht und Einfühlsamkeit von Gott offenbart. Der Glaube an den Koran als Offenbarung Gottes ist essentieller Bestandteil des islamischen Glaubens, des Credo. Jedoch ist vielen gar nicht bewusst, dass bei der Aufzählung der Glaubensgrundsätze nicht an die Offenbarung gesagt wird, sondern vielmehr, wie es im Arabischen heißt, Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dort dieses Wort kutubihi,
nicht bedeutet an die Offenbarung, an das Buch, sondern vielmehr ein Plural steht und bedeutet an die Bücher, also an Gottes Offenbarungen. Das als essentieller Bestandteil des islamischen Glaubens ist auch uns nicht immer bewusst. In diesem Kontext gebührt eben dem Begriff oder der Begrifflichkeit Al-Kitab bzw. Kutub im Koran besondere Aufmerksamkeit. Und diesem Begriff insbesondere wollen wir uns heute ein wenig nähern. Denn wie so viele andere Wörter im Koran und im Arabischen generell, ist auch hier eine Vielfalt an Bedeutungen oder Deutungen möglich, dessen wir uns als Muslime selbst nicht immer bewusst sind und die uns über den eigenen Tellerrand, muslimischen Tellerrand hinaus schauen lassen und uns geschwisterlich verbinden mit den anderen Buchreligionen. Die Thematik werden wir heute näher eingehen. In diesem Sinne freut es mich, an dieser Stelle unsere heutige Referentin begrüßen zu dürfen, nämlich Frau Rümeysa Bar. Ich stelle sie an dieser Stelle kurz vor. Frau Bar absolvierte ein Studium der islamischen Theologie in Osnabrück und in Istanbul. Und heute ist sie Masterstudentin in der Islamwissenschaft an der FU Berlin. Sie ist Mitglied bei Co-Ratio, was so viel bedeutet wie Herz und Verstand, das einander geht oder ineinander geht, einem jungen Bund von islamischen Theologinnen deutschlandweit, die, Zitat, sagen, wir möchten den Prozess um islamische Theologie, muslimische Sozialarbeit und Imamseminar bzw. Ausbildung in Deutschland begleiten und stärken. Darüber hinaus engagiert sie sich auch seit vielen Jahren ehrenamtlich für den interreligiösen Dialog, was heute eine Selbstverständlichkeit sein sollte in unserer Gesellschaft, jedoch nicht von allen so wahrgenommen wird. Und in diesem Rahmen genau absolvierte sie auch einen dreimonatigen Dialogbegleiterkurs, das seitens der Bistümer Köln und Paderborn angestoßen wurde. Also nicht umsonst ist sie ebenso gegenwärtig wissenschaftliche Mitarbeiterin hier bei uns im Forum Dialog. Und zu guter Letzt, was Ihre Hobbys sind, können Sie vielleicht im Anschluss bei einem Tee und Gebäck von ihr persönlich erfahren. Ich danke für das Dasein, Frau Bar, und wir freuen uns ganz herzlich auf Ihren Beitrag. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Erst, für die Einführung und auch danke für das Erscheinen und das Interesse für das Thema das Verständnis der heiligen Bücher im Islam. Eine Untersuchung anhand des koranischen Begriffs Al-Kitab. Ich möchte auch gleich einsteigen mit einem Vers. الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Das heißt, o ihr, die ihr glaubt, glaub an Gott und seinen Gesandten und an das Buch, das er auf ihn herabgesandt, und an das Buch, das er zuvor herabgesandt. An zahlreichen Stellen im Koran und in vielen Hadithen, also Aussprüchen des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, werden die Gläubigen dazu aufgefordert, an das Kitab, was der Prophet empfing, und an das, was die vorherigen Propheten empfingen, zu glauben. Was aber sollen wir unter dem Begriff Al-Kitab verstehen? Diese Frage sollte man sich schon stellen, denn schließlich ist es eines der Glaubensgrundsätze, wie Herr Erz schon geschildert hat.
Der heutige Vortrag befasst sich mit dem Begriff dieses Glaubensgrundsatzes, um genauer zu sein, mit der Verwendung und Bedeutung des Begriffs Al-Kitab im Koran. Der Koran, im Arabischen Al-Quran, ist die Offenbarungsschrift des Islam und somit die primäre Quelle der Muslime. Wer den Koran richtig verstehen möchte, sollte die zentralen Konzepte und Begriffe, die darin aufkommen und die der Koran und auf seine eigene Art und Weise prägt, in ihrer Ganzheit betrachten und verstehen. Und Kitab ist zweifelsohne einer dieser wichtigen Begriffe. Zuerst werden wir heute eine kurze philologische Bedeutung des Begriffs klären. Dann schauen wir uns an, wie der Begriff im Koran verwendet wird. Für uns heute sind besonders vier Bedeutungen wichtig, und zwar die einen Offenbarungscharakter haben, also die Bedeutung Offenbarungsschrift, Koran, Tora und Evangelium. Mein Schwerpunkt wird dabei auf dem Koran liegen. Also ich werde versuchen, Ihnen den Aufbau und die Themen, die Inhalte des Korans näher zu bringen. Der Begriff Al-Kitab leitet sich vom Verb Ketabe ab und kommt ursprünglich aus dem Aramäischen. Es drückt etwas mit etwas Verbinden und das Festbinden aus. Mit der Zeit wandelte sich die Bedeutung. Die gängige und bekannte Bedeutung von Ketabe ist Schreiben, indem man die Buchstaben aneinander reiht, oder manchmal sogar Aussprechen, indem man Buchstaben aneinander reiht. Deshalb kann Gottes Wort auch Buch genannt werden, ohne dass es aufgeschrieben ist. Denn es ist eine Aneinanderreihung von ausgesprochenen Buchstaben bzw. Wörtern. Der berühmte Exeget und Sprachwissenschaftler aus dem 11. Jahrhundert, Raghib al-Isfahani, sagt in seinem Werk Mufradat Kitab, bedeutet sowohl die beschriebene Seite als auch das Geschriebene selbst. Auch andere Theologen wie Boskut geben in ihren Artikeln ähnliche Bedeutungen wieder. Der Begriff Kitab kommt im Koran insgesamt 261 Mal vor. Also stellen Sie sich vor, der Koran hat einen Umfang von ungefähr 600 Seiten und mindestens auf jeder zweiten Seite kommt es sozusagen vor. Und davon 6-mal im Plural. Untersucht man die Stellen genauer, sieht man, dass es mehr als 10 Bedeutungen hat. Aber wie gesagt, heute befassen wir uns mit diesen vier Bedeutungen, und damit es als Orientierung dient, hier nochmal die Zahlen. Also von ungefähr, also von 261 Mal heißt es 90 Mal Offenbarung bzw. Offenbarungsschrift, ungefähr 70 Mal Koran, ungefähr 20 Mal in der Bedeutung Tora und 2-mal bedeutet Al-Kitab Evangelium. Wir schauen uns nun Verse an, in denen das Wort Kitab diese vier Bedeutungen hat, und befassen uns damit, was sie besagen. Als Offenbarung bzw. Offenbarungsschrift hat es im folgenden Vers die Bedeutung. In Sure 57, Vers 26 heißt es: Wir sandten Noah und Abraham und stifteten in ihrer Nachkommenschaft die Prophetie und das Buch. Zwar wird in diesem und in ähnlichen Versen Al-Kitab als Buch übersetzt, die Bedeutung in diesem Kontext ist jedoch nicht ein materielles Buch bzw. ein herkömmliches Buch, sondern allgemein die Offenbarungsschriften. Aus diesem Vers geht hervor, dass, so wird der Vers kommentiert, die Propheten, die die Bücher empfingen, Nachkommen Noahs und Abrahams sind. In seinem Al-Mufradat hält Isfahani die Bedeutung Offenbarung, also Wahi, folgendermaßen fest. Es heißt wörtlich ein Zeichen, welches schnell gegeben wird. Dieses Zeichen kann durch Wort, eine Bewegung mit einem Körperteil oder durch eine Schrift vermittelt werden. Als Fachbegriff, also in der Theologie, wird es für die göttlichen Worte, die den Propheten übermittelt wurden, benutzt. Auf welche Art und Weise geschieht denn nun die Offenbarung? In seinem Artikel Wahi sagt der Theologe Yavuz, dass es drei Arten der Offenbarung gibt. Die erste Art,
Durch Eingebung, also ohne dass es einen Vermittler zwischen Gott und den Propheten gibt, wird die Botschaft in das Herz des Propheten als ein geheimes Zeichen gelegt. Diese Art vollzöge sich durch eine spirituelle Erfahrung bzw. während einer spirituellen Erfahrung. Als zweites, Gott spricht hinter einem Vorhang zu seinem Gesandten. Vorhang ist hier metaphorisch zu verstehen. Es werde vermutet, dass gemeint ist, Gott spricht durch Objekte oder im Zentrum des Gehörs werden Worte zum Entstehen gebracht, die das Gehör als solches wahrnimmt. Als Beispiel, es wird angenommen, dass Gott mit Moses a.s., also Frieden auf ihn, auf dem Berg Sinai auf diese Weise gesprochen hat. Und als drittes, die dritte Art der Offenbarung, durch einen Vermittler, in der Regel den Engel Gabriel, wird das Wort Gottes an den Propheten übermittelt. Und diese Art von Offenbarung gilt als Rede und Botschaft an alle Menschen. Und hauptsächlich durch diese Art der Offenbarung entstanden die Offenbarungsschriften. In diesem Sinne ist in der islamischen Tradition die Rede von 4 Büchern und 100 Seiten, also Suhuf werden sie im Arabischen genannt. Die Verteilung dieser Seiten ist gemäß eines Ausspruchs des Propheten folgendermaßen. Der erste Mensch und gleichzeitig der erste Prophet Adam erhielt 10 Seiten, Schied erhielt 50 Seiten, Idris 30 und Abraham 10 Seiten. Und dann gibt es die 4 Bücher, die Tora, die an Mose offenbart wurde, der Psalter, den David erhielt, das Evangelium, das an Jesus offenbart wurde, und der Koran, den Mohammed erhielt. Gottes Segen und Frieden auf all ihnen. Kommen wir nun zum nächsten Beispiel. Neben der Bedeutung Offenbarung bzw. Offenbarungsschrift kann El-Kitab auch die Bedeutung Koran haben. Das sehen wir an diesem Vers. Dies ist das Buch, in dem kein Zweifel ist, es ist Geleit für Gottesfürchtige. Sure 2, Vers 2. In zahlreichen Kommentaren, also Koranexegesen, in klassischen und auch modernen, ist zu finden, dass hier mit El-Kitab der gesamte Koran, also der Koran gemeint ist. Wie gesagt, Koran ist die Offenbarungsschrift, die der Prophet Mohammed empfangen hat. Und die Wortbedeutung des Begriffs leitet sich aus dem Verb qara'a ab, das heißt lesen und vortragen. Dementsprechend heißt El-Koran Lesung und Vortrag. Der Koran ist ein Buch, das zum regelmäßigen und häufigen Rezitieren und Lesen empfohlen wird. Eine klassische Definition des Korans lautet folgendermaßen. Der Koran ist ein Offenbarungswort auf Arabisch, welches von Gott durch den Engel Gabriel an den letzten Propheten Mohammed auf eine Weise, dessen Natur uns unbekannt ist, gesandt wurde. Das in Mushaf, also in Buchform, niedergeschrieben wurde, das authentisch überliefert wurde, dessen Rezitieren ein Gottesdienst ist, das mit Sura Al-Fatiha beginnt und mit der Sura An-Nas endet. Und niemand ist in der Lage, ein gleiches Wort zu bringen. Beim Thema Koran sollten einige Begriffe erstmal geklärt werden. Eins davon ist die Sura, im Plural Suwar. Das sind die Kapitel sozusagen. Also es ist der Begriff für die in sich abgeschlossenen, größeren oder kleineren einzelnen Vortragstexte. Von diesen Suren enthält der Koran 114. Die Länge der Suren ist sehr unterschiedlich und hängt nicht unbedingt mit der Anzahl der Verse zusammen, da auch diese unterschiedlich lang sein können. Die Aya, das wäre jetzt unser zweiter Begriff, ist die Bezeichnung der kleinsten vorzutragenden Texteinheit. Also die Suren bestehen aus diesen Ayas. Ayat. Das wird im Deutschen nicht als Aya wiedergegeben, sondern meistens als Vers. Also Sure ist schon im Deutschen etabliert, es wird nicht meistens als Kapitel übersetzt, aber für Aya wird der Begriff Vers genannt. Je nach Zählweise kann man sagen, dass der Koran ungefähr 6236 Verse hat.
Zudem sollte man wissen, dass die Reihenfolge der Verse und Suren nicht chronologisch ist. Dazu komme ich gleich nochmal ganz kurz. So viel zum Aufbau. An dieser Stelle möchte ich über die Entstehung und Sammlung des Korans erzählen. Der Koran ist in einem Zeitraum von 23 Jahren offenbart worden. Die Suren und Verse wurden Stück für Stück und meist anlassbezogen herabgesandt. Damit verbunden ist die Kontextualisierung der Verse und Suren äußerst wichtig, um diese richtig zu verstehen. Die Verse werden in mekkanische und medinensische unterteilt. Also mekkanisch sind die Verse, die vor der Hijra, also vor der Auswanderung nach Medina, herabgesandt wurden. Und die medinensischen Verse sind die, die nach der Hijra nach Medina herabgesandt wurden. Zudem unterteilt der Koran selber in der dritten Sure, Vers 7, die Verse in Muhkam und Mutashabih. Das heißt, die Verse, die Muhkam sind, sind ohne Bedarf einer Auslegung zu verstehen. Die Verse, die Mutashabih sind, müssen ausgelegt werden. Und diese Auslegung erfolgt primär durch andere Verse oder durch Aussprüche des Propheten, also durch Hadithe. Dies wird in der Disziplin der Koranexegese ausführlich behandelt, worauf ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht näher eingehen kann. Zu der damaligen Zeit auf der arabischen Halbinsel wurde das Wissen und also Dichtungen, Erzählungen vor allem mündlich vermittelt. So wurden auch die Verse und die Suren primär mündlich weitergegeben, aber auch schriftlich festgehalten. Es gab Schreiber, sogenannte Schreiber des Propheten, die möglichst alle Verse niederschrieben auf Anweisungen des Propheten hin. Einige von ihnen sind zum Beispiel Abdullah ibn Mas'ud oder Zayd ibn Thabit. Der Prophet persönlich ordnete jeden Vers an seine Stelle in der jeweiligen Sure zu. Also die Zuteilung erfolgte, wie gesagt, nicht chronologisch. Und da während der Lebzeit des Propheten der Offenbarungsprozess noch andauerte, war es nicht vonnöten, die ganzen Suren als ein Buch zusammenzutragen, weil sich halt ständig noch was hinzufügen konnte. Die erste Bemühung, eine Koranausgabe zu schaffen, begann bald nach dem Ableben des Propheten, schon unter dem ersten Kalifen, also dem ersten Nachfolger Abu Bakr. Und unter seinem Nachfolger Umar wurde die erste Niederschrift durch ein Gremium mit dem Schreiber Zayd ibn Thabit vervollständigt. Nun widmen wir uns zu den inhaltlichen Themen. In jeder der 114 Suren werden mindestens eine der folgenden Themen behandelt: die Existenz und Einheit Gottes, das Amt der Prophetenschaft, das Leben nach dem Tod, die Anbetung Gottes und die Verkündigung der Grundlagen der Gerechtigkeit. Also egal welche Sure Sie nehmen, mindestens eine dieser Themen werden Sie in dieser Sure wiederfinden. Interessant ist noch die Themenverteilung auf die 6000 Verse. Schauen wir das uns prozentual an, erkennen wir, dass eigentlich mehr als 20% der Verse den Glauben behandeln, mehr als 30% das gesellschaftliche Leben und lediglich insgesamt 1% thematisieren eigentlich Krieg oder Dschihad. Weiterhin sehen Sie 11% gottesdienstliche Handlungen, das heißt also, wie faste ich, wie habe ich das rituelle Gebet zu verrichten und ähnliches. Oder Prophetengeschichten und Parabeln auch 11%. Zuletzt möchte ich noch anhand eines Beispiels, Versbeispiels, erklären, was ich mit der Betrachtung der Ganzheit meine oder mit der Kontextualisierung der Verse. Hier sehen wir zwei Verse über Wein bzw. den Verzehr von Wein. Während der Vers aus Sure 5 Wein ausdrücklich verbietet, werden die Gläubigen im Vers aus der Sure 4 lediglich aufgefordert, sich nicht betrunken zum Gebet zu nähren. Das scheint komisch. Also war der Verzehr doch nicht verboten? Da muss man nochmal hinschauen.
Wenn man diese Verse, wie alle anderen auch, aus dem Kontext reißt und sie versucht einzeln zu betrachten, können schnell Verwirrungen entstehen. Deshalb schauen wir uns mal an, wie die chronologische Reihenfolge aussieht und was man kontextuell noch wissen sollte. Wie zu Beginn erwähnt, muss man den Koran in seiner Ganzheit betrachten und zudem den sozialen und gesellschaftlichen Kontext und den jeweiligen Anlass zur Offenbarung kennen. Um die Verse annähernd richtig verstehen zu können, sind das wichtige Faktoren. Betrachten wir uns die Gesellschaft. Der Konsum von Wein war in der Gesellschaft sehr stark verbreitet und auch üblich. Ein Verbot mit einem einzigen Vers würde die Gesellschaft stark ablehnen. Und hier ist nun die chronologische Reihenfolge, wie Schritt für Schritt sich das entwickelt hat. Der erste Vers ist mekkanisch, also das wurde vor der Auswanderung nach Medina herabgesandt. Und er besagt, aus den Dattelfrüchten und den Trauben gewinnt ihr Rauschgetränk und schöne Nahrung. Wie gesagt, ein mekkanischer Vers. Es wird lediglich erwähnt, dass aus den genannten Früchten unter anderem auch ein Rauschgetränk gewonnen wird, was eigentlich keine Verurteilung noch ist, Beurteilung. Allerdings wird auf den zweiten Blick schon durch die getrennte Aufzählung angedeutet, dass das Rauschgetränk anscheinend nicht zur schönen Nahrung gehört. Als zweites Vers wird nach der Auswanderung offenbart. Anscheinend fragen die Freunde des Propheten ihn, was es jetzt nun mit dem Wein auf sich hat. Also kannst du was Konkreteres sagen? Und darauf kommt der Vers, sie fragen dich nach dem Wein und nach dem Losspiel. Sprich, in beiden liegt große Sünde und Nutzen für den Menschen. Die Sünde aber, die in beiden liegt, ist größer als ihr Nutzen. In diesem frühmedinensischen Vers wird über Wein wird der negative Charakter deutlich benannt. Jedoch ist noch keine Rede von einem Verbot. Die Gemeinde soll allmählich eine Abneigung gegen berauschende Getränke entwickeln. Als drittes wird der Vers, O ihr, die ihr glaubt, naht euch nicht trunken dem Gebet, auf dass ihr wisst, was ihr zu sagen habt. In diesem dritten Schritt werden die Gläubigen nun gewarnt, sich nicht betrunken dem Gebet zu nähern. Somit wird die Zeit, in der sie trinken können, beschränkt. Denn zu dieser Zeit war das täglich fünfmalige Gebet schon ein Gebot, sodass die Gläubigen von nun an zu diesen Gebetszeiten nüchtern sein mussten. Und zuletzt, ihr Gläubigen, siehe Wein, Losspiel, Opfersteine sowie Pfeile, sie sind ein Gräuel, sie sind Werk des Satans, so meidet das, vielleicht wird es euch dann wohlergehen. Und mit diesem vierten Vers aus dem vierten Jahr nach der Hijra wird ein ausdrückliches Verbot ausgesprochen. Und da die Gemeinde jedoch davor durch drei Verse gewarnt wurde und ein Zeitraum von mindestens 4 Jahren schon vergangen war, fällt es an diesem Punkt nicht mehr schwer, diese Angewohnheit aufzugeben. Um diese Verse richtig verstehen und zuordnen zu können, muss man, wie gesagt, den Koran in seiner Ganzheit betrachten, die Reihenfolge der Offenbarung der Verse kennen, den Kontext und viele weitere Faktoren spielen noch eine Rolle, um die richtig einzuordnen und verstehen zu können. Jetzt mache ich weiter mit der Bedeutung Tora. Wollt ihr den Menschen Frömmigkeit gebieten und euch selbst dabei vergessen, wo ihr doch das Buch vortragt? Wollt ihr denn nicht begreifen? Hier wird wieder Buch benutzt, aber anhand des Kontextes ist einzuordnen, was damit gemeint ist. 4 Verse weiter, also in Vers 40, werden die Kinder Israels angesprochen, deren Buch die Tora ist. Sprachwissenschaftler sind der Meinung, dass das Arabisch, also das Taurat, nicht Arabisch, also ursprünglich nicht Arabisch sei, sondern aus dem hebräischen Tora in die arabische Sprache etabliert wurde. Sie ist die Offenbarungsschrift, die Moses erhielt. Nach jüdischer Tradition bedeutet Tora Gesetz und Lehre. Und unter diesem Begriff sind die ersten 5 Bücher
der hebräischen Bibel zu verstehen, also Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Der Koran bestätigt die Tora als Rechtleitung und Licht. Muslimische Theologen sehen die Tora als religiöse Quelle, soweit sie mit dem Koran nicht im Widerspruch stehen. Weiterhin heißt es im Koran, dass die Tora von Gott offenbart worden sei und dass Gott ergebene Gelehrte und Propheten gemäß den in ihr enthaltenen Regeln Recht gesprochen haben. Als Evangelium finden wir die Bedeutung von Kitab in Sure 19, Vers 30. Er, also Jesus, sprach: Siehe, ich bin der Knecht Gottes, er gab mir das Buch und machte mich zum Propheten. Die vorangehenden Verse schildern die Situation Marias nach der Geburt Jesu. Während sie der Unzucht beschuldigt wird und zu ihrer Verteidigung nichts sagt, spricht der Säugling Jesus auf wundersame Weise. Das Buch, welches ihm gegeben wurde, ist das Evangelium. Im Arabischen Injil. Was wiederum seinen Ursprung aus dem griechischen Begriff hat. Übersetzt bedeutet es gute Botschaft, frohe Botschaft. Der Theologe Harman sagt in seinem Artikel über Injil, dass der Begriff entweder direkt aus dem Griechischen oder über Äthiopien ins Arabische gekommen ist. Das Evangelium ist, so bezeichnen es die Evangelisten, die Heilsbotschaft, die Lehre Jesus Christus, die seitens seiner Jünger verbreitet wurde. Im Koran kommt das Wort Evangelium, also Injil, 12-mal vor. Durch diese Stellen lässt sich sagen, dass das Evangelium von Gott durch Offenbarung an Jesus herabgesandt wurde, dass Jesus sagte, ein göttliches Buch empfangen zu haben und dass eben neben dem Evangelium auch die Tora gelehrt wurde. Juden und Christen werden im Koran als Ahl al-Kitab, also Buchbesitzer, bezeichnet. Christen werden unter anderem auch als Leute des Evangeliums bezeichnet, also sowohl als Ahl al-Kitab als auch als Ahl al-Injil. Wie bereits erwähnt, kommt Kitab insgesamt 255 Mal im Singular und 6 Mal im Plural vor. Durch eine kleine Nuance in der Bildung des Plurals in der arabischen Sprache ist mir etwas aufgefallen, das ich zuletzt noch zeigen möchte. Der Plural im Arabischen wird auf unterschiedliche Arten gebildet. Für uns wichtig hier der obere Zweig, also gebrochener Plural. Da heißt es einmal Jam al-Qilla, also der Plural von einigen, und Jam al-Kathra, der Plural von mehreren. Der Unterschied zwischen den beiden ist der, dass sie auf eine andere Zahl deuten. Der Plural von einigen deutet auf eine Zahl von 3 bis 9 und der Plural von mehreren hingegen auf eine Zahl von 3 bis unendlich, beziehungsweise mehr als 9. Und die Pluralform von Kitab, also Kutub, gehört zum Plural von mehreren. Das heißt, Kutub impliziert allein in seiner Bedeutung eine Zahl von 3 bis mehr als 9 Büchern. Und was heißt das jetzt? Hier ein Beispiel für das Plural sozusagen, für den Plural. Es heißt in Sure 2, Vers 285, der Gesandte glaubt an das, was ihm von seinem Herrn herabgesandt und auch die Gläubigen. Ein jeder glaubt an Gott und seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Wir unterscheiden zwischen keinem seiner Gesandten. In diesem Vers werden ein Teil der Glaubensgrundlagen des Islam aufgezählt. Also um ein Muslim zu sein, muss man nach sunnitischem Glauben diese Glaubensgrundsätze annehmen und bestätigen. Und an dritter Stelle wird in den meisten Versen und auch Hadithen der Glaube an die Bücher genannt, also an die Offenbarungsschriften. Also gemeint ist nicht nur der Koran, sondern alle Offenbarungen, die vor dem Koran herabgesandt wurden. Hierzu zählen in erster Linie das Evangelium, das an Jesus gesandt wurde, die Psalter, die an David herabgesandt wurden, die Tora, die an Moses gesandt wurden, Gottes Frieden auf all denen, und weitere, namentlich unbekannte Offenbarungen.
Und da nochmal die Andeutung auf diese Seiten, die ich am Anfang nochmal erwähnt hatte, also die, die Adam empfing, die an Schied, an Abraham offenbart wurden. Also da ist eine Anspielung auf diese anderen Offenbarungen, die zwar namentlich nicht genannt werden und deren Inhalt wir konkret nicht wie des Evangeliums oder der Tora haben, aber die Anspielung ist da. Das heißt, in Kommentaren, in Korankommentaren wird Kutub, also die Pluralform, folgendermaßen definiert. Also Kutub, diese Bücher, sind das, was einem Gesandten gesendet wurde und womit er zu handeln und zu verkünden, beauftragend verantwortlich ist. Das heißt, ich als Muslim soll den Glauben an all diese Offenbarungen haben, um überhaupt als Muslim gelten zu können. Unterm Strich, die Untersuchung der Verse ergibt, dass der Koran diesem Wort, also dem Wort Kitab, überwiegend eine theologische Bedeutung zukommen lässt. Dies lässt sich auch bei der Untersuchung der Bedeutung im Plural beobachten. Denn in der Regel ist damit die gesamte göttliche Offenbarung gemeint, womit, wie vorhin gesagt, theologisch eine wichtige Aussage verbunden ist. Der Glaube an jegliche Offenbarung ist ein wichtiger Grundsatz im islamischen Glauben. Über die Anzahl der Offenbarungsschriften ist keine klare Aussage zu treffen. Ausgehend vom Aufbau des Wortes Kutub lässt sich vermuten, dass diese nicht mit den uns bekannten Tora, Evangelium, Psalter und Koran begrenzt sind. So viel meinerseits. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja. Also herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle für den Einblick in den Koran und insbesondere auch nochmal die Begrifflichkeit El-Kitab, die, wie Sie ja schon gesagt haben, tatsächlich ein Begriff ist, der uns Muslime tagtäglich irgendwo auch begleitet, aber wir nicht immer, glaube ich, ganz gewiss sind, welche tiefere Bedeutung noch dahinter steckt. Und so möchte ich erstmal vielleicht einleiten mit folgender Frage, bevor ich Ihnen vielleicht auch nochmal die Möglichkeit gebe, in die Diskussion oder ins Gespräch einzusteigen. Wieso, weshalb und warum haben Sie sich ausgerechnet für diese Begrifflichkeit Al-Kitab im Koran ausgesucht bzw. gewidmet von den tausenden anderen Wörtern, die es gibt? Und war vielleicht, wie ja auch schon in Ihrer Vorstellung erwähnt, Ihrer Person, dieser Dialogbegleitkurs der Bistümer Köln und Paderborn vielleicht ein Ansporn oder eine Motivation, sich damit auseinanderzusetzen? Ja, also auf jeden Fall. Bei diesem Dialogbegleiterkurs waren wir als Teilnehmer sowohl muslimische Theologen und Theologinnen als auch christliche Theologen und Theologinnen. Also es war eine Begegnung auf theologischer Ebene sozusagen, was ich davor so intensiv nicht hatte. Und während dieser Tage haben wir uns Texte aus beiden heiligen Quellen angeschaut. Und besonders die Textstelle über die Verkündigung Jesus fand ich sehr interessant, die in beiden Quellen fast identisch ist. Also wie Maria die Nachricht erhält, dass sie einen Sohn bekommen wird. Das fand ich einmal interessant, dass die Quellen sich ja doch so ähnlich sind. Aber auf der anderen Seite, als wir uns den Abschnitt zur Geburt Jesus gewidmet hatten, doch auch sehr unterschiedlich sind, wie es geschildert wird. Und das war sozusagen ein Input für mich, zu sagen, okay, zu schauen, anscheinend gibt es vieles, was sich sozusagen überlappt, aber auch einiges, was sich unterscheidet. Und
als Muslime solcher an die Heiligkeit dieser Schriften glauben. Und was ist denn jetzt mit Kitab gemeint und wie soll ich es verstehen? Was sagt denn der Koran dazu? Das war sozusagen die erste Intention, die ich aus dem Kurs sozusagen mitgenommen hatte und dann für die Bachelorarbeit sich sozusagen das Thema ergeben hat. Ja. Also empfanden Sie es schon, man könnte sagen, als irgendwo bereichernd bei diesem Austausch oder bei diesem genaueren Blick auch in die anderen heiligen Schriften quasi zu werfen? Es war eine Zeit oder eine Begegnung miteinander, die schon bereichernd war. Und was war noch? Ja. Was war insbesondere auch bereichernd vielleicht? Ja, also ich fand es sehr interessant, wie viel wir vom jeweils gegenüber lernen konnten und dass wir gewisse Hemmungen auch abbauen konnten. Das heißt, während diesem Kurs haben wir an einem Abend eine interreligiöse Feier veranstaltet, deren Inhalt sich sozusagen eine Kerngruppe überlegt hatte. Wir haben uns an dem Abend alle beisammen hingesetzt und Verse aus beiden Schriften über Licht, also über Nur, uns angeschaut. Und dann haben wir Kirchenlieder über Nur, über Licht gesungen. Und dann haben wir auch sufisch-islamische Dhikr sozusagen alle gemeinsam gesungen. Und das fanden beide Seiten sehr bereichernd. Und solange diese Texte unser jeweiliges theologisches Verständnis sozusagen nichts entgegenspricht, war es definitiv eine Bereicherung, Gottes Wortes wie Licht in der Nacht zu singen oder den Dhikr La ilaha illallah gemeinsam zu singen. Also es war wirklich ein schöner Abend, den wir alle nicht vergessen konnten. Ja. Man könnte vielleicht sagen, quasi auch ein Moment, in dem man in die Gefühlswelt oder auch in die spirituelle Welt des anderen auch nochmal nicht nur einen Einblick vielleicht gewinnt, sondern auch merkt, also Spiritualität ist irgendwo etwas, was man gemein hat. Mhm. Und damit verbunden auch so der Gedanke der Empathie, also des Einfühlens auch in den anderen ist, glaube ich, auch nochmal. Ja, also wir durften nicht nur anwesend sein, wir hatten auch Teil an dieser Spiritualität und an dieser freundlichen Atmosphäre. Und das war wirklich sehr interessant. Und ich meine, auch in diesem Kontext dann, wenn das Wort Kitab natürlich, wie wir jetzt erfahren haben, im koranischen Kontext doch synonym gebraucht wird, unter anderem für Tora oder auch Evangelium. Ich glaube, 20 Mal war es Tora, zweimal Evangelium direkt und noch andere Bedeutung auch hat. Dann könnte man ja auch von einer Art Wertschätzung reden. Und auf jeden Fall. Wenn ein wichtiger Bestandteil der islamischen Glaubenslehre eben auch dies beinhaltet, an diese Offenbarung zu glauben, und die Wahrheiten, die damit in Verbindung stehen oder die überbracht worden sind, finden Sie denn, dass wir Muslime allgemein gesprochen Ihnen, also diesen anderen Offenbarungen, genug Wertschätzung entgegenbringen? Jein. Also Wertschätzung, also respektieren, denke ich schon, ja. Also es wird als Offenbarungsschrift anerkannt. Aber die Auseinandersetzung, also die inhaltliche Auseinandersetzung vielleicht mit denen, die fehlt unter vielleicht vielen. Also auf theologischer Ebene findet man von Zeit des Propheten bis heute viele Gelehrte und viele Exegeten, die sich auch mit der Tora oder dem Evangelium intensiv beschäftigen, sei es Ibn Abbas als Gefährte des Propheten oder Ibn Kathir oder Taberi, die wirklich umfangreiche Koranexegesen verfasst haben. Aber die hatten keine Hemmung, auch sich der Tora zu bedienen oder des Evangeliums zu bedienen, um auch gewisse Dinge auszulegen. Genau, solange sie halt, wie gesagt, den Inhalten
des Koran nicht widersprechen. Aber wenn ich jetzt auf die Mehrheit der Muslime schaue, dann sehe ich diese Hemmung schon. Also die hatte ich selber auch, denn also ich bezeichne das jetzt als Dialog. Der Dialog hat ja bestimmte Faktoren. Also erstens, man sollte sich auf jeden Fall auf Augenhöhe betrachten. Zweitens, man sollte offen sein, was Neues zu lernen. Aber genauso wichtig ist es, sich selbst zu kennen. Also sowohl persönlich in jedem Dialog, aber im Interreligiösen, auf einer theologischen Ebene, ist es auch wichtig, dass man die Inhalte des Korans kennt, um überhaupt über die Offenbarungsschriften reden zu können. Und ich glaube, dieses Wissen über das theologische Wissen über die eigene Schrift, also eigene Schrift, ist ein bisschen zu gering, sodass man sich nicht traut, sich an die anderen Offenbarungsschriften heranzutasten. Würde ich jetzt mal vermuten, was ich so beobachtet habe. Also die Auseinandersetzung mit der eigenen Materie, in Anführungsstrichen quasi, genau, ist natürlich auch wichtig für die eigene Identitätsbildung oder auch das Bewusstsein oder Selbstbewusstsein, was durchaus wichtig ist für die Begegnung und den Dialog mit dem anderen quasi. Und insofern, aber dass man per se eben gleich herabwürdigend, das kommt ja auch ab und zu vor, dass herabwürdigend über das, über den Glauben des anderen, über die Schrift des anderen redet, das rührt meistens eigentlich auf Unwissen, würde ich sagen. Also würde man sich mit den eigenen Quellen intensiver beschäftigen, dann würde man eigentlich schon sehen, dass man den vorherigen Offenbarungsschriften mindestens Respekt erweisen muss. Ja. So findet man nicht umsonst, glaube ich, auch insbesondere auch in den Psalmen zum Beispiel, in der Bibel auch viele Verse, viele Abschnitte, die man guten Gewissens, also wenn man das liest und man kann das gut mit seinem eigenen Glauben auch in Einklang bringen, glaube ich. Also, und es ist eine Bereicherung auch und eine Art, dort auch eine Art Wertschätzung Gottes oder ein Lobpreis Gottes, der dort stattfindet, der nicht anders ist oder viel anders ist als der Lobpreis Gottes in unserer eigenen Tradition oder Schrift. Genau, aber das ist, dieses Bewusstsein kann man, glaube ich, erst gewinnen, wenn man wirklich auch sich damit auseinandersetzt und auch mit dem anderen begegnet. Genau. Ja. Vielleicht noch abschließend eine Frage meinerseits, persönlich vielleicht ein bisschen, bevor wir zum Tee auch gehen. Aber wie begleitet Sie persönlich Al-Kitab oder der Koran, Ihre heilige Schrift im Alltag, in Ihrem Leben? Also, was ist es für Sie und wie begegnen Sie ihm? Was ist es, wie betrachten Sie ihn? Wie Sie in der Einleitung auch erwähnt hatten, also Koran ist Trost, es ist Stärke, es ist sozusagen ein Handbuch, was einem Mut gibt auch und Trost schenkt. Und viele Bittgebete zum Beispiel der Propheten, die habe ich echt gerne. Also das sind sozusagen in Situationen, wo ich mich nicht so gut fühle, da greife ich gerne mal den Koran und suche mir halt die Stellen raus und versuch dadurch, mich zu beruhigen, mir Trost zu schenken oder sozusagen Kraft zu schöpfen. Also diese spirituelle Kraft, die ist, glaube ich, eins der wichtigen Sachen, die ich da schöpfe. Ist da auch die Kenntnis der arabischen Sprache eigentlich nochmal von Bedeutung? Also ist es ein Unterschied, ob man die Schrift im Arabischen liest oder im Türkischen oder Deutschen, sage ich mal? Also für Sie persönlich, das kann... Ich mag es eher, wenn ich sozusagen diesen Trost suche, den eher auf Arabisch zu rezitieren, weil die arabische Sprache hat seine eigene Melodie sozusagen, also die wirklich die einen wirklich inspiriert und auch spirituell erfüllt, sage ich jetzt mal. Und wenn man die Sprache beherrscht, dann freut man sich jedes Mal, wenn man noch ein Wort erkennt und die Bedeutung kennt.
Und ganz oft ist es aber auch so, dass ich mir dann mehrere Übersetzungen, unterschiedliche Übersetzungen angucke. Denn jede Übersetzung ist eine Interpretation. Also ich kann von einer Übersetzung nicht behaupten, das ist der Koran. Deshalb versuche ich dort unterschiedliche Quellen mir dann an, also unterschiedliche Übersetzungen mir dann anzugucken. Aber das Arabische ist so erfüllender, sage ich mal. Okay. Danke für diesen auch Einblick da rein. Aber gut, ich schaue nochmal auf die Uhr und würde an dieser Stelle dann gerne die Runde eröffnen für Fragen Ihrerseits. Genau. Ich sehe da eine Meldung. Gibt es noch eine zweite Meldung bereits? Okay, dann nehmen wir sie hier, Fragen gerne auf und danach hin. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, wurde ja gesagt, dass Muslime und Musliminnen an die anderen Bücher auch glauben sollen, aber es gleichzeitig auch Unterschiede gibt. Ich verstehe nicht so ganz, wie das zusammenpasst und gleichzeitig auch nur so lange dem Koran entspricht, weil es mehrere Sätze gefallen ist, nicht so ganz zusammenlegen kann. Also auf der, also die Glaubensebene und die, da sollte man unterscheiden, und die praktische Ebene sollte man unterscheiden. Also ja, die vorherigen sind auch Offenbarungen Gottes und ich akzeptiere sie auch als Offenbarung Gottes. Aber wenn es dann auf die Praxis kommt, halte ich mich dann an den Koran sozusagen. Das ist eigentlich solch ein Unterschied. Würde ich jetzt sagen, falls Sie was zu ergänzen hätten. Ja. Nee, eigentlich nicht. Na gut, es gibt natürlich auch, vielleicht, ich hätte auch gerade den Gedanken, so sehr der Koran auch die anderen Offenbarungsschriften schätzt oder der Islam an sich, gibt es aber auch punktuell gewisse Stellen, an denen auch eine gewisse Kritik vielleicht ausgeübt wird, wenn es insbesondere um die Theologie geht oder um die tiefere Theologie. Also insbesondere der Monotheismus wird nochmal im Koran insbesondere nochmals hochgehalten und jegliche, und die Einheit Gottes und eben auch fern des Gedankens, dass Gott zum Beispiel eben einen Sohn hat. Das wird explizit auch direkt im Koran als Kritik auch erwähnt. Also, und wenn ich persönlich zum Beispiel, bei mir ist es so, wenn ich mal mit christlichen Freunden zusammen bin oder auch mal man gemeinsam einen Text liest oder auch gemeinsam mal betet, was ja auch theoretisch eigentlich geht, dann schaue ich immer erstmal mir den Text an, also kann ich es überhaupt auch, ist er auch theologisch quasi, bin ich damit d'accord. Ja? Und insbesondere was die Gestalt Jesu angeht, also es ist dort eine Wertschätzung, wie Sie gesagt haben, die Mutter von Jesu wird nochmals besonders hervorgehoben, er selbst ist einer der wichtigsten Propheten an sich, aber gleichzeitig auch eine gewisse theologische Kritik, die auch eben, die uns auch mit begleitet, auch in diesem Dialog natürlich. Ja. Oder? Ja, ich auch da. Das muss man immer so ein bisschen, glaube ich, abwägen. Okay, danke. Eine ganz kurze Frage, ich bitte nur um eine duale Antwort. Der arabische Koran ist für Sie der wirkliche oder der Grund, nee, wie soll ich das formulieren, ist für Sie der Basis-Koran. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also da der Koran auf Arabisch offenbart wurde, also die Originalsprache Arabisch ist, ist jede Übersetzung eigentlich eine gewisse Interpretation, wie es eigentlich bei jedem Text ist. Also jeder Text, den Sie aus einer Sprache in eine andere übersetzen, hat eine gewisse Abfärbung des Übersetzers. Von daher finde ich es wichtig, bei der Exegese oder beim Verstehen des Korans die arabische Sprache in gewisser Hinsicht auch beherrschen zu können. Und damit einem verbunden, sich unterschiedliche Übersetzungen anzuschauen und sich nicht nur mit einer Übersetzung zu begnügen. Also
sollte man sich schon mehrere anschauen, um dem Original nahe zu kommen, weil, wie im Vortrag auch erwähnt, ist die arabische Sprache so vielfältig, dass das ein Wort viele Bedeutungen haben kann. Und wenn man sich sozusagen nur eine von denen bei der Übersetzung aussucht, fehlen die anderen Bedeutungen in der Übersetzung, die eigentlich in der arabischen Sprache enthalten sind. Konnte ich das irgendwie beantworten? Ich weiß nicht. In der gleichen Sprache die Übersetzung oder in verschiedenen Sprachen? In verschiedenen. Ja, aber nein. Wie in die gleiche Sprache? Na, Sie sagten, man soll sich verschiedene Übersetzungen anschauen. Genau. In der gleichen Sprache? Ach so. Oder in verschiedenen. Ach so. Also je unterschiedlicher, desto besser, aber es gibt ja halt auch unterschiedliche deutsche Übersetzungen zum Beispiel. Also ich schaue mir halt mehrere deutsche Übersetzer. Übersetzer, mehrere. Ach so, mehrere Übersetzer, unterschiedliche Übersetzer. Ja. Ja. Jede Übersetzung ist ja auch irgendwo eine Deutung, könnte man sagen. Genau. Ich habe mal auch einen Artikel gelesen, da ging es, ein wissenschaftlicher Artikel, da wurde im Türkischen verglichen, 10 türkische Übersetzungen oder Übersetzungen ins Türkische von dem Koran. Und dann wurde nur eine Stelle sich herausgenommen und dann verglichen. Also wie unterscheidet sich das? Und manchmal, an manchen Stellen sind dann auch tatsächlich, man merkt ganz deutlich, wie da gewisse Nuancen sind, also feine Unterschiede auch sind bei der Übersetzung und Deutungsmöglichkeiten, aber die das Arabisch auch irgendwo bietet, aber nur im arabischen Original, das arabische originale Wort beinhaltet in sich, glaube ich, eben diese Deutungsmöglichkeiten. Vielfalt. Mhm. Und das ist ihm eben eigen, könnte man sagen. Ja. Würde ich mal so sagen. Okay. Da noch eine Meldung und gibt es noch eine weitere Meldung? Herr Reitz? Vielleicht ergibt sich gleich etwas. Ich habe noch eine Frage. Entschuldigung, im Zusammenhang mit der Verschriftlichung des Korans. Habe ich das richtig verstanden, dass es schon im Auftrag des von Ihnen so geschätzten Propheten regelrechten Auftrag gab, ihn zu verschriftlichen? Oder habe ich das bisher ganz verstanden? Ich dachte eigentlich, dass die mündliche Wiedergabe im Vordergrund stand und war jetzt überrascht, dass Sie sagten, dass es eine schriftliche Wiedergabe gibt, zumal das ja auch ein Materialproblem war. Also es wurde von ihm auch angewiesen, wie gesagt, ich hab einige Schreiber genannt, ja, die auf Leder, auf Stein, ja, oder auf Knochen die Verse in dem Moment dann niedergeschrieben haben. Ja. Nur war das halt nicht an einem Stück sozusagen, sondern auf unterschiedlichen Fragmenten und deshalb keine einzelne Ausgabe zu Lebzeiten, aber schon verschriftlich. Kam der Auftrag der Verschriftung, das muss ich nochmal dezidiert nachdenken, von Ihnen? Ja. Ja, also soweit ich weiß, soweit ich... Ja, also es wurde meines Wissens nach, sollte explizit nur das Wort Gottes tatsächlich geschrieben werden. Und der Verbot ist explizit zum Beispiel sein Wort, was wir den Hadith zum Beispiel nennen, also seine Aussprüche zu verschriftlichen. Das hat er explizit verboten, damit eben quasi das, was schriftlich niedergeschrieben stand oder wurde von den Schreibern des Propheten, sollte eben nur der Koran sein, sodass das nicht irgendwie vermischt werden sollte eben mit seinem eigenen Wort und dem Hadith. Ja. Nur in Buchform wurde es dann später gebracht von Omar ibn Khattab, genau, so wie Sie gesagt haben. Aber diese Reihenfolge, wie die jeweiligen Suren quasi auch dann niedergeschrieben worden sind, das ist auch vom Propheten natürlich auch angewiesen worden. So ist die islamische Auffassung. Denn er hat, es heißt ja auch in seinem letzten Lebensabschnitt, ja, kam der Erzengel Gabriel im Monat Ramadan, wo er normalerweise nur einmal kommt und einmal den Koran rezitieren lässt. Das hat er ihn an diesem Ramadan zweimal komplett rezitieren lassen, von Anfang bis Ende. Und da ist dann quasi auch damit nochmal abgesichert worden, unserem Verständnis nach und Glauben nach, dass der Koran in der Form, wie er ist, auch so von ihm quasi angewiesen worden ist. Gut. Okay. Wenn keine weiteren Fragen sind,
Dann würde ich an dieser Stelle mich nochmal an erster Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken, aber auch nochmal bei Ihnen bedanken, für Ihr Dasein. Und genau, Sie können gerne noch den Abend ausklingen lassen bei Tee und Gebäck. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns wieder bei unserer nächsten Veranstaltung. Einen schönen Abend.